Großeinsatz der Polizei in der Berliner Wohlheide. Hier wird ein Protestcamp geräumt. Seit Samstag protestieren Umweltextremisten in dem Waldgebiet mitten in der Hauptstadt. Sie sitzen auf Bäumen, errichten Tripods, graben Löcher und übernachten an einer Mahnwache. Doch jetzt muss das illegale Camp weg. Begründung der Polizei: Die Errichtung des Lagers verletze die Rechte Dritter und bringe weitere Gefahren mit sich. Außerdem habe es keine Abstimmung zwischen den Demonstranten und der Versammlungsbehörde im Vorfeld der Aktion gegeben. Die Demonstration wurde also nicht angemeldet. Von 100 Besetzern verlassen mehr als 40 freiwillig das Lager. Gegen alle anderen werden Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen verhängt. Gleichzeitig beginnen mehr als 200 Polizisten damit, die Hindernisse, die Protestler im Wald verteilt haben, zu entfernen. Unter anderem sind dazu Kletterexperten der technischen Einsatzeinheiten vor Ort. Die Protestler wollen nach eigenen Aussagen mit ihrer Aktion verhindern, dass für den Bau einer Straße 15 Hektar Wald in der Wuhlheide gerodet werden.